Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales Auxilia 2. In der letzten Folge haben wir ein bisschen wieder Kohle gefarmt, haben etwas über das Chromatus gelernt, also diese komische Verwandlung in die Ludgar. Jetzt habe ich L3 und R3 gleichzeitig gedrückt. Wir haben etwas über die komische Verwandlung von Ludgar erfahren, dieses Chromatus, und ja, das kickt richtig Ass. Ja, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Geld gefarmt. Wir können uns jetzt frei durch die ganze Gegend teleportieren. Und Elise hat wieder was auf den Herzen. Deswegen machen wir Elises Geschichte. Sehr schön. Was hat sie wieder? Sie hat zum ersten Mal was auf dem Herzen. Elises Freundin. Daddy said they were sold out everywhere. I can't take all the credit. Mommy got lucky with her raffle tickets is all. But it's mostly because you were such a good little girl. That's why Bunnykins came to you. Of course. You gotta be good, or Bunnykins won't be your buddy. Ah, so that's the Bunnykins thing that has everyone in a tizzy. It seems as popular in Olympias as it is in Risa Maxia. It's so hot right now that it's sold out everywhere. Isn't Bunnykins just the cutest? I guess, if you like that sort of thing. You don't like Bunnykins? Bunnykins is for babies. It's sold out everywhere anyway, and I'm broke. That's no problem. If you're a good kid, Bunnykins will come to you. How? That's a secret, but it's true. What a bunch of bunk. I'm mostly good, and I asked Bunnykins to come to me a million times. Hey, Luger, would you be willing to help me find the Bunnykins? Klar, willst du auch eins? Weiß nicht. Nee, du hast doch Tipo, also klar. Thank you. Na, sprich das hier genau die ganze Zeit. Ja, super. You want to get one as a present for Elle? Yes. It would make her year. Oh, it's from Luna. One of your schoolmates? No, Luna lives in Olympias. Luna isn't even a real name. She's my pen pal. So you've only communicated via text? Yeah, I sent a message to Luna by accident one day, and we've been pen pals ever since. She knows all sorts of stuff. She always gives me the best advice. Sounds like she's an excellent pen pal. Yeah, she seems so grown up. She's almost like a big sister. And that's why... Elise wants to be a big sister to Elle, like Luna is to her. Before I met all of you, I was all alone. No mom, no dad. I would have given anything for a family. I know Elle feels the same way. Sounds like you're well on your way to becoming a big sister. You and Elle are practically sisters already. Ich weiß, Elle geht es mit dir genauso. Selbst eure Namen klingen ähnlich. Elle und Elise. Okay. Das ist etwas, was ich direkt sagen würde, ja? Huh? They are? Now that you mention it. Just the first two letters. Oh, and the last one. Indeed. Anyway, if I get a lead on a Bunnykins, I'll let you know. Don't let us down, Luger. So, was? Schon fertig? Okay. I'll tell you a secret about me. I'm actually a pro pinkist. What that actually means is still classified. Jetzt weiß ja sowieso keiner, was das bedeutet. So, ich muss mal kurz was gucken. Mein Gott, das gibt aber ganz schön viele Bonus immer. Sehr schön. So, Farbvariation haben wir. Schön. Richtig weiß. Das sieht man auch nicht bei ihr. Na gut, ich meine in Duval war auch noch so eine. Was zum. Hier. Können wir auch direkt hin.
ich sagen, aber wir machen mal diese Geschichten immer, würde ich sagen, getrennt. Ich habe nämlich was hier gesehen, und zwar diese Quest scheinen wir leicht erledigen zu können. Wir müssen einfach nur nach Hause gehen, nach Triglyph, und ja, das ist kein Problem. Ach, da kann ich jetzt annehmen. Okay, gut. Da müssen wir nur eins von diesen blöden Viechern erlegen, das ist doch kein Problem. Und das auch. Tornado. Tun wir erstmal die ganzen wichtigen Sachen hier. Oh, ma. Einen Moment. Gehen Arbeit. Warte mal, ich möchte erstmal diesen einen hier erledigen. Stimmt, wir haben ja ein Gemüseset bekommen von unserer Katze. So, dann nehmen wir das einfach und fertig. So, ab nach Triglyph. Weil da wartet was. Kann ich irgendwie zu meinen, ja, irgendwie kann ich zu meinen, zu meinen Gebäuden. Oh, was? Hey. So, wo wohne ich noch mal? Nicht schon wieder. Also was? Okay, hier sind noch ein bisschen wenig Katzen. Ich dachte eigentlich, der ganze Raum will so überquillen. Aber anscheinend nicht. So, dann. Hier wohne ich. Wie kann ich denn mal vergessen, wo ich wohne, Mann? Ah, da, ne. So, und im Zimmer war es irgendwo. Ich glaube, E1 war es noch. Ne? Aha. Verdammter Dreck! Ich dachte mal, wir wohnen E1, Mann. So. Hier wohnen wir nicht. Wo bin ich? Bus. Okay. Dann wohnen wir hier, glaube ich. Zum Teufel wohne ich. Boah. Na gut, dann. Mir. Doch E1 oder was? Da bin ich doch eingegangen. War doch falsch, ma. Hier? 202, da wohnen wir, oder? Nee. What the fuck? Okay, dann gehen wir noch mal ins andere Gebäude. Ich glaube, ich wohne doch da. Ma. Ich hatte Typ vergisst schon bitte schön, wo er wohnt, Mann. Oh mein Gott. Ach so, hier müssen wir irgendwo. So, hier wohnen wir aber in E1, das weiß ich genau. Sonderbar. Ich hasse. Wieso kann ich mir solche wichtigen Sachen nicht merken? So, da wohnen wir jetzt. Wenn nicht, dann tun wir es eben ab sofort. So, L, na? Was hast du hier vergessen? Da ist sie. Du hast sie gefunden. Rollos Bürste. Es ist nur eine Bürste. Hey, sieh mich nicht so an. Das ist keine gewöhnliche Bürste. Das ist die beste Bürste der Welt. Der Welt. Ich habe sie alle ausprobiert. Und mit der hier wird sein Fell besonders weich und glänzend. Stimmt's, Rollo? Ja. Ich verstehe. Oh nein, da ist noch was, das ich vergessen habe. Das ist ja furchtbar. Ich brauche Rollos Katzbaum. Oh. Hey, komm schon, das ist wichtig. Wenn er seinen Lieblingskratzbaum nicht hat, wird er ganz nervös. Sein Fell wird kraus und er kann nicht schlafen. Stimmt's? Ja. Ach ja, ich habe noch etwas vergessen. Willst mich verarschen? Dein Haargel und deine Zahnseide. Was? Jetzt hör schon auf. Ich mag es nicht, wenn Leute um Rollo herum nicht auf ihre Haar- und Körperpflege achten. Ich will nicht, dass er sich schlechte Gewohnheiten abguckt. Stimmt's, Rollo? Ja.
Mann, Ludger, weißt du, manchmal bist du echt schwierig. Ja. Ich? Ja, es ist wirklich... Oh, warte, da ist noch etwas, was wir brauchen. Ich will nicht mehr. Als Bestätigung. Ah. Raus hier. Okay. Können wir uns von hier aus einfach so teleportieren. So, also kann man Zeit sparen. Sehr gut. Alles klar. Dann gehen wir die Mission ab. Die war sehr wichtig. Eine Objektsphäre plus. Was genau macht die nochmal? Dadurch können wir mehr Sachen, mehr Objekte, glaube ich, hier reinballern, oder? So viele tue ich gar nicht verwenden, Mann. Ich meine, ich brauche schon wieder ganz viele. Ma! Mein ganzes hart verdientes Geld, das geht immer drauf. 100, wir ersten, mein Gott, ersten Kämpfe so locker geschafft haben. Versuchen wir mal hier so 120. Ja. So, nächste. Irgendwas perfekt. Fangfisch. Okay, davon haben wir genug. So, die anderen haben wir schon mal angenommen, alle, ne? Alles hört, Straße, besiegen 1. Könnt ihr mir helfen? Ich verspreche euch, ihr bekommt einen guten Lohn. Kumpanmaske, okay. Lässt Höhenstraße, das ist einfach. Oh, meine Katze ist zurückgekehrt. Sehr schön. Zaggy, oh. Eine Katze hat sich uns angeschlossen. So, 20 hätte ich gerne, danke. Gehen wir mal nach Hamel, Schrödinger. Weil da findet sich bestimmt was. Hoffe ich. Sehr schön. Alles Höhenstraße. Ja, stimmt. Nee, ist schon richtig so. Leia, Elise, ja. Ist richtig so. So. Muss ich einfach nur eins von diesen Viechern erledigen und fertig. Da muss ich da irgendwie einen bestimmten Gegner finden. Los, komm, ich möchte mal... Warte mal, wo ist er? Hier, mein Gott. Geht weg. Habe ich gar nicht nachgeguckt hier so die Fähigkeiten. Wow, das ging schnell. Ja, nach Hause, aber erstmal nehmen wir das hier noch mit. Ja, das hat die mitnehmen, danke. Ja, schon. Verdammt! Sehr schön. Electricity, of course. Huh? That's not what you are. Dear me, nothing gets by you, does it? Okay. Habe ich nicht gelesen, was da hat eine Fertigkeit erlernt, hat eine Art verbessert. Levelwiederherstellung, sehr schön. Ich kann da wieder nicht so Ausdauer, das ist nicht schlecht. Und Überschreitungsverlängerung, das ist auch nicht schlecht. Messerrache hätte ich gerne. Ja, super. So, Mission erledigt. Das war sehr schwer. Sehr schwer, manch verdammt einfach. So. Kumpanenmaske, sehr schön. Irgendein Ausrüstungsgegenstand. Oh, hier fehlen noch ein paar. Dann nehmen wir das hier. Du bekommst das hier.
Ja, nee, warte. Nehmen wir Lederumhang für mehr Verteidigung und so. So, dann. Mein Gott, ich wollte das ja auch gucken. Ah, da haben wir ihn, ja. Kumpanmaske. Halt, wo ist das hier? Sehr schön. Nimm du mal kurz. Aber warum nicht? Hat der Typ aus dem Intro nicht auch so eine komische Maske auf? So, noch irgendwas hier? Nee, okay. So, oh, das können wir bald mal erledigen, glaube ich. Gehen wir eine mysteriöse Maske. So, was müssen wir noch mal machen? Gallia-Pfad, dieses Viech erledigen und 6 von denen da erledigen. Machen wir das noch mal schnell. Ja, schon gut so. Und nicht wieder in 2 Gegner reinlaufen, weil das ist böse. Ja, das hat unsere Gesundheit irgendwie nicht so gut getan. So, mit. Da können wir schon mal nächstes Gebiet hier erkunden. Vielleicht irgendwie zu den Niakara-Fällen gehen. Ne, so hießen die, glaube ich, gar nicht. So, geil. Wo, da haben wir Elementarerz. Ja, damit. Sehr schön. Genau, hier. Mehr Elementarerz. So, ich möchte ein bisschen weiter das Gebiet hier erkunden. Ihr kriegt mich nie, nicht wenn ich auf maximal Überschalltempo schalte. Sehr schön. Da sind 4 Schildkröten. Aber erstmal möchte ich etwas hier bekommen. Was auch immer. Oder ist eine Truhe. Boing. Wie Hinterhalt, ich bin in den reingerannt. Volle Möhre. So, bist du gegen... Nein, du bist gegen nichts anfällig, verdammt. Hab ich dann getroffen? Nö. Ich glaube nicht. Sehr schön. Leia, was? Konnte ihr gegen dieses Viech sterben, ganz ehrlich. Alter. So, jetzt nicht einen auf Selbstmord machen, Leia, bitte. Wie auch immer du es geschafft hast, gerade zu verrecken. Was los mit dem Ding auf, ey? Gegnung beim Blitzen. Wenn du R2 drückst, kannst du einen Sprint hinlegen, bei dem du dich schneller bewegst als beim normalen Herumlaufen. Triffst du beim Blitzen auf einen Feind, überrumpelt dieser dich jedoch mit einem Angriff von hinten und du steckst ganz schön in der Klemme. Super. So, Feuer cool. Das ist ehrlich gesagt die Technik, die ich haben wollte. Tigerklinge, was? Also verbessert war. So. Feuerkugel, zack, Schwall, Lernanze, sind genau die gleichen, die ich vorher hatte. Sehr schön. So, dann nehmen wir hier noch da rein. Sieht eigentlich so freundschaftlich aus. Okay, Baron muss noch einiges gemacht werden. So, Silbererz, sehr schön. So, der Auftrag wurde noch nicht als erledigt gemeldet, ne? Also kommt mal her. Fireball, futsch. Was zum? Oh, sehr schön. Konntest du schon immer so viele Feuerbälle abschießen? Okay, sehr schön.
Ja, verdammt, ich bin abgebrochen. Titel fast freigeschaltet. Abwehrbrecher. So, Intelligenz 2, das ist doch mal nicht schlecht. Gewonnener Titel. Kobold, Anfänger. So, du möchtest Intelligenz 2 haben. Wie gesagt, du möchtest Intelligenz 2 haben. Ich kann aber alle im coolen Jahr mal nachgucken. Aufsteigende Symphonie. Jo. Wurfhammer. Weiß ich nicht. Zweites Arzt. Ja, das wollte ich eigentlich schon lange haben, aber habe ich irgendwann geswitcht und ja. Wow, du hast schon ganz schön viel Licht, Lies. Erstmal hier. Und die tun auch offscreen weiter leveln, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich sehr gut finde. So, du konntest ein bisschen mehr Dunkelheit haben. Also ein bisschen verstehe ich, wie das hier funktioniert. Ein bisschen Wind haben. Ja. So, ich muss auch gegen so ein Pferd kämpfen, genau, ich Idiot. Erstmal Elementarherz. Wo ist hier so ein Pferd, verdammt? Geh weg. Geh weg. Jawohl. Sehr ernsthaft, wo ist jetzt so ein Pferd? Ich möchte mal gegen so ein Viech kämpfen wieder. Frage ist doch schon wieder so gut wie zu Ende. Oh, 9600. Oh, da ist ein Pferd, geil. Wow, hey, na? Oha. Also bist du was jetzt? Nee, du bist anfällig gegen. Geh weg. Mal, gehst du mal weg. Oha. Oha. Bah. Hallo? Ich habe gerade gesagt. Oh nein, jetzt kommt der direkt wieder auf mich. Ich krieg die Krise. Aua, geh weg. Ich glaube, ich spinne. So, verbrenne. Mein Gott, wie besessen der auf mich zukommt. Oh, sehr schön. Mein Gott, was zum... Na, den Spruch kenne ich noch. So. Dann können wir zurück nach Hamill oder zu irgendeiner anderen Stadt und einige Missionen abgeben. Sehr schön. So, was? Ach, wir haben immer noch nicht genug von denen. Boah. Wir haben Tornado bekommen und wir haben ein Holzziegel jetzt. Sehr schön. Also wir können endlich mal diese hier annehmen. Oder ja. Haben wir irgendwie was wir locker abgeben können? Nö, okay. Sieht schon mal gut aus. So. Unser Geld, ey. Ja, nichts Neues. Tornado, gucke ich mir auch nächstes Mal an. Weil nächstes Mal gehen wir wahrscheinlich erstmal nach Dingens. Nach Duval und machen da, was auch immer wir da machen können. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.